Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Pack Opening. Wir haben FootBide, es sind einige sehr, sehr geile Sachen gekommen. Jamie Vardy, Leroy Sané, ein Lukas Moura ist gekommen und Lukas Podolski als SBC. Über den wird es garantiert hier ein Video geben auf dem Kanal. Also, wenn ihr Bock habt, gerne den Kanal abonnieren, wer noch nicht hat, Glocke aktivieren. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei, dann nehmen wir das Video auf. Wir haben heute über 100 Packs. Speedy hat 50 Packs gesammelt und ich habe selbst über 70 Packs gesammelt. Die werden wir jetzt alle aufmachen nach der Reihe und hoffentlich etwas Gutes daraus ziehen. Und ihr werdet jetzt im Anschluss die Highlights aus diesen Packs sehen und dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal rüber und starten ins erste Pack mal rein. Ja, das erste Pack gönnt dann da mal nicht. Ein Boardspieler wenigstens, ja. Let's go, komm, jetzt starten wir da mal rein. Ja, ist ein 84. Ist das 83er? Ich dachte schon 84er. Ich dachte eher an den Tagliafico, aber naja. SPC-Futter. Ja, ein Boardspieler auf jeden Fall. Ja, Visca. Naja. Kann man immer gut für SPCs gebrauchen. Ja, man muss halt leider sagen, Speedy, dass diese 75 plus, da kann man halt le leider wirklich nicht viel erwarten. Aber ein Boardspieler. Ein Boardspieler ist da. Aus England, ZOM, Dele Alli. Ja, gut, das SPC-Futter halt, aber ein Walkout wäre jetzt schon noch schön, wenn wir bekommen würden. Gut, Leute, wir haben jetzt 50 Packs gezogen und ihr habt gesehen, was da gekommen ist. Also eigentlich gar nichts. Das Beste war ein 83er, glaube ich. Das ist halt echt mies. Da fehlen einem eigentlich schon fast die Worte. Ich meine, es waren jetzt viele 75 Plus Packs und Doppel-Goldspieler Packs oder so, aber es ist halt schon echt mies, dass da nicht einmal irgendwie ein Walkout, irgendein billiger oder so dabei gewesen wäre. Wir werden auf jeden Fall da jetzt mit Thomas Müller noch einmal ein Pack aufmachen. Schauen wir, ob der Glück bringt. Jetzt ist der Walkout da. Thomas hat den Walkout gezogen. Aus Japan. Es ist Nakata! Alter, was geht, Speedy? GG, Speedy! Nakata 88er kann man mitnehmen. Den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Da ist die Ikone, die wir heute ziehen, Alter. Thomas Müller hat es möglich gemacht. So soll das sein. GG's in den Chat, Leute. GG's in den Chat. Speedy, den gönne ich dir von Herzen. Den gönne ich dir echt von Herzen, dass wir den da jetzt gezogen haben. Gut, Leute. Thomas, vielleicht gönnt er nochmal. Wir probieren es einfach nochmal. Jetzt gönn noch einen Walkout zumindest hinterher. Ja, schade. Aber ein Boardspieler zum Abschluss. Aus Brasilien, ZM. Das kann nur irgendwer aus China sein, also aus der chinesischen Liga. Es ist Renato Augusto. Nochmal SPC-Futter. Also, ich muss sagen, es waren halt viele 75 Plus Packs und viele doppelte Packs, also diese Doppel-Goldspieler Packs. Aber eine Icon zu ziehen ist schon was Besonderes und ich würde sagen, war jetzt eigentlich nicht so unerfolgreich. Auch wenn vielleicht der eine oder andere Walkout noch kommen hätte können oder vielleicht ein Boardspieler mal. Aber eine Icon zu ziehen ist schon was ganz was Besonderes eigentlich. Das passiert nicht jeden Tag. Und GG's nochmal an den Speedy, gönne ich dir von Herzen. Wir gehen jetzt zu meinen Packs rüber. Gut, wir haben für Speedy eine Ikone gezogen. Wir sind jetzt auf meinem Account. Ihr seht 73 Packs. Ich glaube, es müsste jetzt ein Player-Pick kommen, wenn ich das erste öffne. Wir werden da auf jeden Fall einige gute Packs auch sehen, so dieses 10x83. Okay, es ist kein Pick, es geht gleich rein. Ich dachte, ich habe einen Player-Pick auch gemacht, aber dürfte ich mich getäuscht haben. Wir haben, wie gesagt, auf jeden Fall einige gute Packs dabei. Das 83x10, ich glaube, ein Doppel-83er-Pack. Ein ultimatives Pack, einige Mega-Packs, also die besten Packs seht ihr da jetzt auf jeden Fall im Anschluss. Ja, ein Boardspieler auf jeden Fall mal. Ich und meine Spanier, die ziehe ich besonders gerne. Aber ein 84er José Callejón ist auf jeden Fall mal sehr gut für die Lukas Podolski SPC. Ja, zumindest ein Boardspieler. Mexiko. Oh, sein Inform. 81er Romo. Gut, den brauchen wir auf jeden Fall auch für SPCs. Es ist
wieder so einer, oder? Das ist wieder so ein Libertadores-Typ, oder? Aber also Ball 84er, okay. Wie gesagt, wir brauchen ohnehin das SPC-Futter für den Poldi. Ja, mit einem Boardspieler, man kennt es. Aus Spanien. Ich liebe Spanier. Iago Aspas. Ja, SPC-Futter, man kennt ihn. Ja, wieder mal ein Boardspieler am Start. Und es wird wieder mal Dzeko. Den habe ich auch, glaube ich, schon gefühlt 77 Mal gezogen. Wieder mal ein Boardspieler. Also Boardspieler ziehe ich eigentlich eh oft. Boardspieler kommen immer wieder mal. Meistens halt 83er, ab und zu mal 84er. Thomas, ich hoffe, du hast Glück gebracht. Ja, ein Boardspieler auf jeden Fall mal. Und wieder aus Spanien. Was für eine Überraschung. Also wie gesagt, Spanier. Aber zumindest ein 85er Parejo mal. Kein 83er. Ein Boardspieler. Aus Portugal. Torwart. Rui Patricio. Ja, 84er ist okay. Wieder ein Boardspieler. Belgien, ZTV. Yes, ist der bessere. Ich glaube schon, das ist der 85er. Yes, alter Welt. 85er. Gutes SPC-Futter. Boardspieler. Holland. LM. Bergwijn. Ja. Hilft uns halt alles nicht wirklich weiter, ne? Aber aus so einem 75 Plus ist das okay. Ich mache maximal jetzt noch zwei von diesen 75 Plus auf und dann gehen wir weiter. Aber 75 Plus gönnt da jetzt nochmal einen 84er, 83er, 83er glaube ich müsste es sein. Dubravka aus der Premier League. Gut zu linken auch, kann man mitnehmen. Strakosa, jetzt haben wir ein paar Torhüter da nach der Reihe. Ja, einen Boardspieler jetzt. Also Boardspieler bekommen jetzt einige da immer. Ja, das ist Coutinho. Auch sehr selten eigentlich, dass ich den ziehe. Oh! Das ist einer, oder? Spanien? Das ist Inaki, oder? Haha, let's go, Leute! GG's in den Chat! Da ist er! Das war ein 75 Plus Pack, oder? Da ist Inaki Williams, Alter! Da ist er! GG's in den Chat! Der Footbide ist da! Wir haben einen gezogen. Zwar jetzt nicht unbedingt den ich wollte, weil ich habe die 84er Version von dem schon. Der ist wahrscheinlich nochmal eine Spur besser, hoffe ich halt zumindest. Aber ist ganz nice, kann man mal auf jeden Fall ziehen. Da freue ich mich sehr, dass EA endlich mal gegönnt hat, weil bisher die 40 Packs davor war eigentlich kein einziger Walkout dabei. Dann kann man so mal in die Walkouts rein starten. Gerne mehr davon. So, Thomas Müller. Ba-bang. Oh, Walkout. Komm, gönn was Gutes, Portugal. Nein, nein! Zu geil, Alter! Da ist er nochmal! Da ist er nochmal! Captain! Siehst du das? Ich habe ihn auch zweimal. Einer fehlt noch. LGGs, Leute, Alter, das ist nicht normal, oder? Das ist nicht normal. Goldener CR7. Ja, ich hoffe, er ist tauschbar. Ich hoffe, er ist tauschbar. Ich bin mir nicht sicher. Das ist wieder irgend so ein kleines Pack gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, er ist tauschbar. Bitte sei tauschbar. Bring uns ein paar Coins. Ja, er ist tauschbar. Let's go. GG's in den Chat, Alter. Nice. Geiles Pack-Opening, Leute. Geiles Pack-Opening. GG's. Sehr, sehr nice. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Walkout aus Deutschland. Stürmer, Timo Werner. Sehr, sehr nice.
sehr, sehr nice, gutes SPC-Futter. Den können wir gut gebrauchen. Da ist er. Poldi ist da. Als er reinkommt. Zu geil, Alter. Der gute alte Lukas. Mit einem Walkout. Es hat zumindest Walkout angezeigt. Seine Champions League Karte. Und das ist Stürmer Haaland. Gut, Champions League Walkout. 84er. Zählt als Walkout. Da ist er auch. Ist okay. Ist zwar wahrscheinlich auch nichts mehr wert, aber gutes SPC-Futter. Das ist mal ein Boardspieler. Lautaro. Habe ich glaube ich auch noch nie gezogen in dem FIFA. Also könnt mir jetzt nicht erinnern, dass ich den schon mal in dem FIFA gezogen habe. Ihr könnt noch abstimmen, welches Pack wir als vorletztes aufmachen. Und wir ziehen einen Walkout. So ein Inform. Halt die Fresse. Ey, ich dachte jetzt echt ganz, ganz kurz, dachte ich echt, jetzt ist nochmal CR7. Aber auch André Silva. Sehr, sehr geiler Pool. 86er Team of the Week, gutes Rating Team of the Week, braucht man immer wieder, jetzt für SPCs auch, sehr sehr nice. Thomas Müller mit dem nächsten Pack. Und mit dem nächsten Walkout. Aus Brasilien, ZDM. Ja, gutes Rating, ein 87er Fabinho, nimmt man gerne mit. Vielen Dank Thomas. Ein Wortspieler. Meine Spanier. Auf jeden Fall immer am Start. In fast jedem Pack-Opening. Aber 84er Grimaldo. Vom Rating her sehr gut. Geht klar. Pass auf. Ich würde sagen, wir machen dieses zwei seltene Spieler 83 Plus jetzt drauf. Das machen wir jetzt als nächstes auf. Schauen wir mal, ob da gegönnt wird. Yes, der Walkout ist da. Seine Inform, oder? Ja, okay. 84er Inform ist ein bisschen besser als 83, aber 84er Inform, man weiß das, die braucht man für SPCs, da bin ich sehr, sehr zufrieden eigentlich. Und vielleicht ist ja noch was Gutes dahinter, ne, 83er, okay. Aber egal, 84er Inform kann man gern mitnehmen. Schauen wir, was im nächsten seltenen Megapack drinnen ist. Wie gesagt, ein Walkout wäre jetzt schon noch fein. Es wird wieder ein Boardspieler. Zum krönenden Abschluss wäre so ein Walkout echt jetzt nochmal. Könnten wir schon gut nochmal einen Walkout eigentlich vorstellen. Es ist wieder ein 83er, ein Spanier. Wie gesagt, Spanier sieht man hier immer auf dem Kanal sehr, sehr oft, diese Boardspieler. Gut, wir sind bei den letzten beiden Packs angelangt für das heutige Opening. Thomas Müller wird das ultimative Pack aufmachen. Das ist untauschbar. Haben wir von EA geschenkt bekommen. Vielleicht schenken sie uns jetzt auch nochmal einen Walkout. Nein, leider nichts. Eine Champions League Karte, also eine Champions League, sage ich, eine Libertadores Karte, die Trollkarte. Das ist schade. Also da kann auch kein Walkout, glaube ich, dahinter sein. Aber zumindest 85, 84, es ist okay. Es ist okay. Also für so ein 100k Pack oder 125k Pack. Naja, könnte besser sein. Gut, wir sind beim allerletzten Pack angekommen. Wir haben heute über 100 Packs gezogen. Bei Speedy eine Ikone, bei mir einen tauschbaren CR7, einen Inaki Williams, einen Inform André Silva, ein paar gute Boardspieler. Eigentlich kann man sich nicht beschweren, also ich bin sehr zufrieden. War, glaube ich, sogar eigentlich eins der besten Pack-Openings in FIFA 21, würde ich mal sagen. Hab die letzten Wochen auch fleißig angespart. Und jetzt noch das allerletzte 10 seltene Goldspieler. Wäre schön, wenn wir da noch einmal zum Abschluss einen Walkout von Thomas Müller bekommen würden. So, rein da. Ja, der Walkout und es ist ein Foot Birthday. Yes, es ist ein Foot Birthday. Und wieder aus Spanien, ein ZTV. Und jetzt haben wir auch den Verteidiger passend zu Iñaki Williams mit Mario Hermoso. Sehr, sehr nice. 87er Hermoso. Karte schaut sehr, sehr gut aus, finde ich. Werde ich auf jeden Fall testen. Gerne hier auf dem Kanal dann
ein Review machen, wenn ihr Bock drauf habt, lasst mir das unten in den Kommentaren wissen. Verteidiger ist immer so eine Sache mit dem Testen, aber ich finde, die Karte schaut echt gut aus. GGs auf jeden Fall dazu in den Chat. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir schauen, ob noch was dahinter ist. Wir haben den Walkout, wir haben 2 Foot Bursty. Ich bin äußerst zufrieden, kann mich überhaupt nicht beschweren. Und dahinter haben wir noch einen 84er Sirigu Van de Beek, also nichts Besonderes, aber der Mario Hermoso, sehr, sehr nice. Hätte mir eigentlich jemand anderen gewünscht, Foot Bursty. Die Leute, die öfter hier auf meinem Kanal sind, wissen, dass ich Jamie Vardy gern gehabt hätte. Sehr gerne auch untauschbar natürlich. Aber man kann sich nicht alles wünschen und ich würde sagen, ich möchte mich auch überhaupt nicht beschweren. Also der CR7, der tauschbare, sehr, sehr nice. Die beiden Foot Birthdays, 86er Inform, ein paar Boardspieler, Timo Werner war dabei, sehr, sehr gute Packs heute gehabt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das für dieses Video. Thomas Müller und ich bedanken uns für euren Support. War ein heftiges Pack-Opening auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so war, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne das machen. Es kommt dann in Kürze, wie gesagt, das Podolski-Review oder vielleicht ist es schon da, wenn ihr das seht. Auf jeden Fall würde es mich auch freuen, wenn ihr mal auf Twitch vorbeischaut und wir sind auch auf Instagram auf dem Weg zu 100 Followern. Wenn wir das schaffen, haue ich eine 10er PSN, Xbox oder Paysafe-Card raus. Also gerne dort auch einen Follow mal da lassen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für euren Support. Ciao, ciao.